Hello, bei Happy Ones heute mal ein bisschen Verkauf mal wieder. Sales. Und ganz oft ist dieser Sales am Anfang des Gesprächs nämlich schon im Popo. Wenn ich nämlich als Verkäufer hingelatscht komme zu einem Kunden, zu einem potenziellen Kunden, der da steht und sich irgendwas anguckt, einen Fernseher, einen DVD-Player, gibt es sowas überhaupt noch, weiß ich nicht, oder elektronische Lockenstab-Dinger. Und ich quatsche den an mit, hallo, wie kommt du recht, oder? Die Antwort schon völlig klar. Der sagt nämlich das, was 99% aller Kunden auf diese bescheuerte Ansprache sagen, nämlich ja danke, ich schaue mich nur um. Und dann denkst du dir als Verkäufer, oh, die sind aber blöd, die wollen ja immer alle nur gucken, die wollen ja alle gar nicht kaufen hier. Nee, das wollen die schon, aber das geht besser. Und wie das besser geht, ist doch ganz einfach. Das ist ein ganz kurzer Quick and Dirty Tipp. Geh doch einfach mal hin und jetzt mach nicht hier das mit der offenen Frage, wie kann ich Ihnen helfen? Ist auch nicht gut, weil wir lassen uns nicht gerne helfen. Und dieser Helfensatz, der ist so abgedroschen, den höre ich überall, den höre ich dort. Und das, was du mir sagst als Verkäufer, ist nichts anderes, als dass du ein 0815-Verkäufer bist. Nämlich mit einer 0815-Ansprache, die alle anderen auch benutzen. Oder bin ich ein 0815-Kunde? Nein, das möchte ich gar nicht sein. Ich bin doch ein toller Kunde. Ich bin VIP. Ich möchte irgendwie individuell angesprochen werden. Jetzt stellt sich aber die Frage, individuell, wie soll das denn gehen? Da sind so viele unterschiedliche Menschen in diesem Laden. Ich kann doch nicht für jeden eine individuelle Ansprache im Kopf haben. Doch, kannst du. Weil diese Ansprache, die ist für den Kunden individuell. Für dich ist die totale Routine. Und ist ganz einfach, nennt sich Spiegeln. Ja. Und jetzt meine ich noch nicht dieses mit der Körperhaltung, das kommt vielleicht irgendwann später, sondern ich meine, ich spiegel das, was ich sehe, was der Kunde gerade tut. Stell dir mal vor, der Typ steht vor den Handys und guckt sich ein iPhone an oder ein Samsung oder Motorola, gibt es die noch, weiß ich gar nicht, oder. Und du kommst hin und sprichst ihn nicht an mit komm zurecht, als ob der gerade aus dem Heim abgehauen wäre, sondern du fragst ihn einfach, Mensch, hallo, schönen guten Tag. Ich sehe, Sie schauen sich gerade das Handy XY an. Was interessiert Sie denn schon? Fragezeichen. Ich gebe das verbal wieder, was ich sehe, was er tut. Und dann setze ich eine Frage hinten dran. Und das kann ich bei allem machen, bei dem Fernsehern. Mensch, hallo, schönen guten Tag. Ich habe gerade gesehen, Sie haben sich hier die größten drei Fernseher, haben Sie sich gerade angeguckt. Sagen Sie mal, aus welchem Grund interessieren Sie denn diese großen? Schönen guten Tag, ich sehe, Sie schauen sich gerade Lockenstäbe an. Was soll denn der Lockenstab für Sie besonders toll können? Jetzt gibt es bestimmt Kunden, die auch jetzt sagen werden, nein, danke, ich schaue mich nur um, meine Frau, die ist gerade beim Friseur und mir war gerade Fahrt. Seid ihr allerdings bewusst, Menschen schauen sich nur die Sachen an, die sie sich irgendwann vielleicht mal kaufen wollen, die sie zumindest interessieren. Ich persönlich würde mir Lockenstäbe niemals angucken. Für die Brust brauche ich keine und auf den Haaren sind die Dinger zu kurz. Ich gucke mir vielleicht mal einen Fernseher an, weil ich mir irgendwann einen neuen Fernseher kaufen will. Ich gucke mir vielleicht aber auch mal ein neues Handy an. Was gibt es denn da noch so? Eine Blase und ein paar Videos, also DVD, Blu-rays heißt das ja heutzutage. Man merkt, ich komme noch aus den 80ern. Und du hast eine Chance, du als Verkäufer, der mich mit dieser Spiegeltechnik angesprochen hat, nämlich du hast die Chance, dass ich eben nicht unbedingt sofort sage, nee, danke, ich schaue mich nur um, sondern dass ich sage, ja, mal wissen Sie, bei den Handys, das soll schon eine gute Kamera haben. Oder bei den Fernsehern wussten Sie, ich dachte, ich gucke mir mal die Stromverbräuche an, die stehen ja da auf diesen Zetteln drauf. Aha, und schon bin ich irgendwo. Nämlich wo? Ja, ich bin im Gespräch. Und das ist mein allererstes Ziel. Ich möchte noch gar nicht verkaufen. Ich möchte erstmal nur ins Gespräch. Denn wenn mir das schon nicht gelingt, dann kann ich der geilste Verkäufer von der ganzen Welt sein, dann komme ich aber gar nicht erst weiter, weil ich gar nicht erst reinkomme. Also, unser Ziel, ins Gespräch kommen. Probier es mal aus. Gleich morgen früh oder vielleicht sogar gleich jetzt, weil es ist gerade Geschäftszeit. Schönen guten Tag, ich sehe, Sie schauen sich gerade XY an. Was soll XY denn schon alles für Sie können? Fragezeichen, Mund zu, Ruhe. Im schlimmsten Fall sagt er, gehen Sie weg, nerven Sie mich nicht. Und dann sagst du, entschuldigen Sie bitte, ich bin schon weg. Das passiert aber auch nur einmal im Jahr. Ist ja egal, ist mir auch passiert. Dann gehe ich halt zum Nächsten. Nee, apropos Nächste, wenn du mal richtig geil ansprechen willst, ich habe mal Handys verkauft, das weiß ich noch. Und irgendwie ist ja auch nicht immer was los in so einem Saturn. Ich bin manchmal zu den Kühlschränken gelaufen. Und jetzt wirst du vielleicht denken, Kühlschränke? Mit dem denn los? Ja, war geil. Weil in der Handyabteilung und beim Zubehör, da war keiner. Und die Kühlschränke waren gleich um die Ecke. Bin ich hin, hab gesagt, oh, schönen guten Tag, Mensch, ich sehe, Sie schauen sich gerade den Kühlschrank an. Jetzt musst du dir überlegen, wie kriegst du jetzt die Kurve? Ach, ganz simpel. Sagen Sie mal, apropos Kühlschrank, der muss ja so richtig kalt sein, ne? Da die Lebensmittel so frisch und die Getränke so schön kalt bleiben.
Apropos kalt, sagen Sie, wenn Sie Ihre Handyrechnung aufmachen, kriegen Sie dann auch immer so eine Gänsehaut? Und es könnten nur zwei Sachen passieren. Ja, entweder sagt der Typ, wieso denn? Will einen Kühlschrank kaufen? Sagst du, Mensch, ja, hol ich dir einen. Aber das nächste Mal, wenn du ein Handy brauchst, kommst du zu mir. Oder der Typ sagt, wie, was meinen Sie? Handyrechnung? Wie, was meinen Sie? Und schon bin ich irgendwo. Nämlich, ich habe sein Interesse geweckt. Interesse am Gespräch mit mir. Bock, das mal ausprobieren? Ja, dann mal ran. Sei mal ein bisschen anders als diese ganzen anderen. Das macht A, viel mehr Spaß und B, by the way, es ist auch noch ein bisschen erfolgreicher. Viel Spaß dabei, Spiegeltechnik, geiles Ding. Schreib mal hin, was du gespiegelt hast, ob es funktioniert hat und ob es irgendwie ein bisschen lustiger war. Viel Spaß, schönen Tag.